Ja, und ich darf jetzt herzlich im Studio begrüßen Rainer Will vom Handelsverband. Schön, dass Sie da sind, Herr Will. Sehr gern. Jetzt beginnt ja für den Handel dann schon die wichtigste Zeit. Weihnachtsbeleuchtung gibt es ja schon in Wien sehr, sehr früh in diesem Jahr. Und zwar eben das Weihnachtsgeschäft. Generell, was sind aktuell die Trends auch im Handel? Merkt man hier schon eine Erholung? Die Inflation ist ja jetzt wieder zurückgegangen. Ja, also ich glaube, die Nachricht des Tages ist, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen weiter senkt und somit bleibt absehbar allen Menschen, die eben einen Kredit laufen haben, wieder ein Stück weit mehr netto über, was dann nicht in die Kredite fließt. Und ja, natürlich haben in diesen Permakrisen auch sich die Trends verändert. Die Shopper haben natürlich durch die geopolitischen Konflikte, die Inflation, den Klimawandel, schwaches Wirtschaftswachstum, aber eben auch vielleicht der Verlust der Dialogfähigkeit und die fehlende Wertschätzung durch Veränderungen der Gesellschaft schon auch einen Wandel genommen. Und den haben wir abgebildet. Es gibt eine neue GfK-Studie auch, die zeigt, dass die finanzielle Situation sich ganz leicht verbessert hat. 80% in der Bevölkerung geben an, dass sie ganz gut durchkommen. Das sind um 3% mehr als im Vorjahr. Bei 20% gibt es eben die Rückmeldung, dass man sich fast nichts leisten kann. Das hat aber zum Glück eben um die 3% eben auch abgenommen. Man sieht einfach, dass die Sparquote steigt, dass es finanziell eine Spur besser geht als im letzten Jahr und dass eben jetzt eher im Vordergrund die Sorge um die körperliche und die psychische Gesundheit steht. Wir erleben dadurch, dass weiterhin eine Vorsicht im Markt ist. Wir sehen, dass weiterhin der Preisfokus ganz klar im Vordergrund steht. Eben zwei Drittel der Menschen in unserem Land sagen, sie achten primär beim Kauf auf den Preis. Nur ein Drittel kann sagen, ich schaue mal auf die Qualität und erst dann auf den Preis. Und das führt natürlich dazu, dass auch sich die Veränderungen bei uns niederschlagen. Nachhaltige Produkte, da ist man nicht so sehr ausgabebereit. Und ganz spannend ist, wenn man so den Konsumenten beschreibt der letzten 10 Jahre, dann müsste man sagen, haben sich gravierende Verschiebungen ergeben. Wir sind eher voll tätowierte Tierliebhaber mit Schönheits-OPs. Genau die drei Bereiche, nämlich Schönheitseingriffe, Selbstoptimierung, Tiere zu Hause, Haustiere und Tätowierungen, das hat sich alles verzehnfacht in den Ausgaben. Leben im Jetzt, Gastronomie und Freizeit ist durch die Decke gegangen. Hingegen die klassischen Warengruppen wie Bekleidung, Elektro, aber auch Möbel und Bücher, die sind weit zurückgefallen. Und es liegt natürlich auch daran, dass man sehr, sehr genau auf den Preis schaut. Die jungen Menschen schauen ganz, ganz genau auf Eigenmarken, Handelsmarken, wenn man so möchte. Und die ältere Generation ist sehr, sehr aktionsgetrieben. Die hat halt mehr Zeit zur Verfügung. Und den Jungen spielen halt digitale Kundenbindungssysteme in die Hände, wo man einen Mitnahmeeffekt hat. So hat sich's verändert. Und das spielt natürlich auch vielen Billiganbietern in die Hände. Da sind wir dann schon wieder bei den China-Shops und den chinesischen Anbietern. Die machen ja auch den heimischen Handelstreibenden immer noch das Leben schwer. Definitiv, weil hier einfach eben diese China-Shops frei wie Vögel agieren, während unsere Händler mit einer Ritterrüstung an Regularien sich durchschlagen müssen. Wenn man das große Ganze sieht, dann hat man in den letzten 10 Jahren gesehen, dass die Amerikaner die großen Marktplätze und Plattformen gebaut haben, wie Amazon, Google, Facebook. Und die Asiaten haben sich mit einer protektionistischen Strategie abgeschottet, weil da waren wir noch nicht so weit. Da waren wir noch nur die verlängerte Werkbank von Europa und auch den Staaten. In der Zeit hat man dann auch Plattformen wachsen lassen können. Das ist dann Temu geworden, AliExpress, aber auch viele andere. Und genau die senden jetzt natürlich nach Europa, weil Europa eben nicht protektionistischer agiert hat und versucht hat, auch Plattformen entwickeln zu lassen, sondern vielmehr bestraft man eigentlich die eigenen Unternehmen, indem man alles an Regularien noch einmal vervierfacht hat und gleichzeitig aber diese Händler aus Asien frei wie Vögel auch rein agieren lässt unter Falschdeklaration mit Chemikalien verseuchten Waren und man einfach auf der Zollebene nicht die Mittel hat, um dem Herr zu werden. Und damit werden unsere Haushalte überflutet, weil mittlerweile fast auf jeden Klick diese Plattformen Werbung schalten und dann eigentlich das Geschäftsmodell der Datenverkauf an Datenhändler ist. Und mittlerweile haben wir schon 55% in der Bevölkerung, die eigentlich diese Opfer geworden sind dieser Shops, die dort billig kaufen, aber billig ist oft teuer. Und daher können wir nur warnen, wir haben
äußerst problematische Produkte wahrgenommen wie Schuhe, wo der Bleiwert 10-mal so hoch ist als erlaubt. Das geht direkt in die Sohle, unter die Haut. Und auch verbotene Chemikalien sind keine Seltenheit bei all diesen Produkten, wo nichts eingehalten wird und alles verbrochen wird. Und daher braucht es dringend starke politische Hand, dass man hier durchgreift, Freigrenzen abschafft und technische Systeme gibt, wo man Ultraschalltests machen kann, dass man schwarze Schafe rausziehen kann. Mhm. All das gibt's, aber Europa schläft in der Pendeluhr auf der regulatorischen Ebene. Es wäre meine Frage gewesen, ob eben auf europäischer Union, auf europäischer Ebene es irgendwelche Anstalten gibt, Entwicklungen, Gespräche dahingehend etwas regulatorisch zu unternehmen. Es ist so, dass eine Zollfreigrenze von 150 Euro dringend auf Null zu setzen wäre, weil man die sich selbst gegeben hat und die wirkt sehr negativ, weil damit die Steuerleistungen alles runter optimiert wird von diesen Sendungen und man ist da immer Jahre im Verzug, bevor man in Bewegung kommt. Man hat es auf der Agenda, aber es tut sich nichts effektiv. Die Asiaten haben beispielsweise technische Gerätschaften, dass man auf Knopfdruck weiß, welches Produkt wohin geht und was da drinnen ist. Da wird der QR-Code abgelesen, gleichzeitig eben der Warencode und beim Scan wird es übereinander gelegt und wenn das nicht stimmt, kann man es rausziehen. Ist natürlich nicht deren Interesse. Wir in Europa haben mehr oder weniger einen Zöllner dort stehen, der mal schaut, ob da ein Paket da ist und parallel laufen 1 Million durch, ohne dass er es merkt. Und ich kann nur sagen, wenn wir nach China exportieren, bleibt alles liegen, bis es verzollt ist und genau geprüft ist. In Europa ist es das Gegenteil, es kommt frank und frei alles rein, auch wenn es noch so gesundheitsschädlich ist für die Bevölkerung und für den Wirtschaftsstandort. Und daher haben wir auch 25% mehr Insolvenzen. Wir haben weiterhin zwar 10.000 offene Jobs, wir bieten tolle Arbeitsplätze an, aber nicht mehr alle Firmen sind im Markt, weil man in diesem Sprint, wo immer der Zweite ist, nicht gut mithalten kann, weil man sich von der Politik her allein gelassen fühlt. Mhm. Mit Recht. Österreich allein kann da nichts unternehmen. Na doch, man macht sie oft kleiner als man ist. Man könnte in Österreich vieles machen, aber natürlich ist es im Gesamten ein europäisches Thema. Wir als freie und überparteiliche Handelsverbandorganisation haben beispielsweise Temu mittlerweile geklagt, weil wir sehen, dass die Menschen hier Rabatte attraktiv finden und kaufen, weil die von Mondpreisen abgerechnet sind, die nie angeboten wurden. Und damit stolpern sie in diese Billigfalle, die am Schluss teuer ist. Man glaubt, man kauft es fast gratis, aber am Schluss ist es ein Müll, der noch dazu dann teurer wird, als man glaubt. Es wird dann oft mit der Emotion gespielt, nur noch kurz verfügbar, das Produkt zu dem Preis. Dabei ist es immer verfügbar und all das widerspricht all den Gesetzen, an die sich die österreichischen Händler mit ihrer Preisauszeichnung halten und all das führt ins Verderben, wenn man hier nicht rasch gegenlenkt. Derzeit passiert nichts und auf nationaler Ebene sind wir sowieso noch politisch zwischen allen Welten unterwegs, aber nicht im Tun. Also die österreichische Regierung, die nächste, könnte hier sehr wohl Kleinigkeiten unternehmen, um das ein bisschen einzudämmen. Ja, man könnte den Zoll stärken, man könnte eben technologische Lösungen schaffen, dass der Zoll auch mit anderen Behörden, mit Belgien und Ungarn verbunden ist, wo die Schwerpunkteinschlagadern sind. Und daher gibt es immer was zu tun, man muss es nur wollen und es braucht eine klare Entschlossenheit der Bundesregierung, aber auch in Brüssel. Dann hoffen wir, dass es auch bald in Österreich eine Regierung gibt, die sich dessen annehmen kann. Danke vielmals fürs Kommen, Herr Wild. Sehr gern.